Im heutigen Video schauen wir uns einen Serie 8 Backofen von Bosch an und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Herzlich willkommen in einem neuen Video von Küche gut, alles gut. Ich bin Robert Gutzmann von Gutzmann Küchen hier aus Bautzen und mit meinem Team haben wir bereits über 1000 Kunden mit ihrer neuen Küche glücklich gemacht und das seit 2011. Und in diversen Videos, beziehungsweise unter diversen Videos, habt ihr ja geschrieben, dass ihr gerne ein Video haben wollt zum Serie 8 Backofen. Welch Zufall, wir haben einen in unserer Ausstellung und noch ist er da, bevor der Backofen uns verlässt. Also er wird uns diese Woche verlassen. Und die Küche, in der er eingebaut ist, die wird uns in wenigen Wochen verlassen, weil die ist auch verkauft. Und da kommt hier eine neue Küche rein, kann ich schon verraten. Das wird eine neue Systemat von Hecker, denn Hecker wird zur Messe im September Neuheiten vorstellen, die habe ich schon gesehen. Und die werden uns megamäßig begeistern. Also da kommt richtig was Großartiges auf uns drauf zu. Und da könnt ihr ja schon mal in die Kommentare schreiben, so als kleine Idee, wie ihr euch die Küche vorstellen könntet. Wir können ja nochmal dann ein, zwei Bilder reinmachen. Wie die Küche jetzt aussieht, von der Planung wird sich nicht allzu viel ändern, aber von den Dekoren könnt ihr mal eure Fantasie freien Lauf lassen und dann werden wir mal sehen, wenn die neue Küche kommt, was davon umgesetzt wurde. Also fleißig in die Tasten und während ihr in die Tasten haut, quasi, um das zu schreiben, gucken wir uns mal das Gerät etwas näher an. Tasse stellen wir mal beiseite, ich brauche jetzt beide Hände. Und zwar haben wir jetzt einen Serie 8 Backofen von Bosch aus der Akzentline-Serie und zwar einen Carbon Black. Denn die Serie 8 Backöfen gibt es ja in verschiedenen Designvarianten. Zum einen Carbon Black, wie wir es jetzt sehen, die Sonderedition, wo halt schwarz-schwarz das Gerät ausgeführt ist, bedeutet schwarzes Glas und schwarzer Metallgriff, schwarzer Bedienring. Oder die Geräte der Serie 8 gibt es auch ganz klassisch in Edelstahl. Ausgewählte Geräte gibt es dann auch in Weiß, wo der Bedienring und der Griff auch wieder Edelstahl sind. Oder die klassischen schwarzen Geräte, wo schwarzes Glas und der Bedienring und der Griff auch Edelstahl ausgeführt ist. Vom Design gehen wir direkt in die Bezeichnung rein, denn jeder Backofen hat verschiedene Ausstattungsvarianten. Und ich drehe das mal rum. Wir haben hier einen Typ, der da beginnt mit HBG. B ganz klassisch für Backofen. Dann gibt es noch die HRG. Das R steht dann für Dampfstoß. Dann gibt es die HSG. S für Dampffunktion. Dann gibt es noch die HMG. Das M steht dann für Mikrowelle. Und dann gibt es noch die HNG, das N steht dann für Dampfstoß, kombiniert mit Mikrowelle. Beim Display gibt es ja auch noch unterschiedliche Varianten. Und zwar haben wir hier, Moment, genau, mal an, die Variante mit den Touch-Displays. Und es gibt noch eine etwas, ja, was soll ich sagen, niedrigere Variante, wo hier die Symbole aufgedruckt sind. Also halt auch Touch-Bedienung zu dem Bedienring, aber dann halt eben mit den Symbolen, so wie sie jetzt hier nur an der Seite sind. So, machen wir wieder aus. Denn wir schauen jetzt erstmal, wie das Ganze hier drin aussieht. Das Gerät selber hattet ihr schon mal gesehen in unserem Video, wo wir die Backofen-Serie gestartet haben, wo es darum ging, Backofen kaufen, Tipps, die Basics. Kann ich euch nochmal hier verlinken über das i, falls ihr es noch nicht gesehen habt, aber ich denke mal, über die zwei Videos seid ihr schon mal drüber gestolpert. Da habt ihr ja gelernt, wenn hier so eine schöne Wulst um das Backrohr ist, haben wir ein Pyrolysegerät. Bei den Bosch-Geräten ist es jetzt das Schöne, dass die Backbleche bei den Pyrolysegeräten auch pyrolysefähig sind. Und bei unserem Akzentline sind auch die drei Auszüge schon standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Und auch die sind pyrolysefähig. Bedeutet, wenn ihr die Selbstreinigung startet, also Pyrolyse ist die Selbstreinigung, wo das Gerät bis zu 500 Grad hochheizt. Je nach Intensität gibt es drei Stufen der Reinigung. Und hier ist es halt, also in der Regel ist es so, dass man dann halt das Innenleben
rausnimmt, wenn man die Pyrolyse startet. Bei dem Gerät oder bei der Ausstattung braucht man das nicht, weil die Auszüge, die Gitter und sogar die Bleche pyrolysefähig sind. Also die werden dann halt auch bei der extremen Hitze mit gesäubert, also abgebrannt quasi. Ansonsten, das hatten wir euch ja schon mal das eine oder andere Mal vorgestellt, gibt es auch hier die Auffangrinne, wo halt Krümel, Feuchtigkeit aufgesammelt wird. Hier natürlich zu beachten, wenn ich jetzt die Tür schwungvoll zumache, kann es natürlich sein, dass was daneben geht, aber wenn man das halt in Ruhe macht und das Gerät die Tür selbst schließen lässt, dann funktioniert das halt so, wie es halt auch sein soll. Und zum anderen auch hier, dass man, wie bei anderen Geräten auch, die Leiste abnehmen kann oder auch nicht. Das natürlich parallel abmachen, dann geht das auch. Na, die kann man abnehmen. Hier auch ein bisschen mit der Edelstahl-Applikation sieht das schick aus. Und dann links und rechts die Schraube gelöst. Und dann kann man wunderbar die einzelnen Scheiben rausnehmen, die sauber machen und dann wieder einsetzen, wenn es mal notwendig ist. Also wenn man nicht mehr reingucken kann von außen, dann wird es Zeit zum Reinigen. Wieder zusammenbauen, Abdeckleiste draufgeklippt, weiter geht's. Dann habt ihr schon gesehen, lag hier drin, das Kerntemperaturthermometer. Packen wir mal kurz aus. Denn unser Gerät hat ja das Perfect Roast. Dafür brauchen wir das Kerntemperaturthermometer. Und dann hat das Gerät noch die Funktion Perfect Bake. Da komme ich dann aber dazu, wenn wir hier bei der Bedienung sind. So, und dann holen wir den ganzen Spaß mal raus hier. So. Also das Gerät erkennt selbstständig, wenn das Thermometer angeschlossen wird und wenn es wieder entfernt wird. Somit habt ihr es natürlich bei der Bedienung dann sehr einfach. So, das verstauen wir mal wieder, dass das nicht wegkommt, weil wenn das Gerät ausgeliefert wird, wollen wir es doch vollständig ausliefern. So, bauen wir das Ganze wieder zusammen. Das Schöne ist auch, wir haben hier die Vollauszüge, das heißt, ich kann natürlich das Blech komplett rausholen, kann hier dran arbeiten und dann wieder rein. Im heißen Zustand natürlich dann mit entsprechenden Schutzhandschuhen, also hier Kochhandschuh oder Wischtuch, je nachdem. So, dann machen wir das Ganze mal zu und dann gehen wir direkt zur Bedienung. Also, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass man halt rechts, links die Symbolik haben, hier um in das Menü zu kommen. Die Sanduhr ist die ganze Geschichte Wecker. Das I steht halt für aktuelle Informationen und der Schlüssel ist dann die Kindersicherung. Und ganz außen On-Off halt für An-Aus, ist klar. Und die Play-Taste für Start-Stopp. In unserem Fall halt komplett auf dem Glas beziehungsweise im Glas integriert. Dann haben wir unseren Bedienring. Bei dem Bedienring ist es so, einfach Finger auflegen und dann drehen. Und dann haben wir das Anzeigefeld in der Mitte, was uns die Informationen gibt. Und rechts und links haben wir das Touch-Menü, was ich dann entsprechend, so wie ich es drehe, verändert und uns die jeweiligen Beheizungsarten zeigen und dann kann ich einfach aufs Display drücken und die Beheizungsart auswählen. Dann kann ich noch die Temperatur einstellen. Auch hier ganz stylisch gemacht mit dem roten Hintergrund. Aber das wollen wir jetzt nicht, wir gehen jetzt wieder zurück ins Menü. Denn hier haben wir Heizarten, da waren wir gerade drin. Dann gibt es, das hatte ich ja gesagt, die Pyrolyse, das ist die Selbstreinigung. Und dann haben wir den Assistenten. Und bei dem Assistenten haben wir dann statt den Beheizungsarten die jeweils hinterlegten Gerichte bzw. die jeweiligen Arten, was man zubereiten kann. Auf was hast du denn gerade Lust? Ja, super Tiefkühlprodukte. Nein, Tiefkühlprodukte nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen zum Beispiel mal Aufläufe. Jetzt sieht man natürlich, dass das halt, sag mal, sehr hochwertig gemacht ist mit den bunten Bildchen. Und dann haben wir hier verschiedene Aufläufe,
Lasagne frisch, ne? Nicht tiefgekühlt. Gibt es überhaupt Tiefkühl-Lasagne? Keine Ahnung. Nehmen wir mal Auflauf pikant und dann gibt er uns dann schon vor, Ober-Unterhitze 200 Grad, circa 30 Minuten. Kann das Ganze anpassen, beziehungsweise gibt es hier noch ein paar Tipps? Gefäß auf Rosthöhe 2. Also der sagt mir sogar noch, wo ich das Gefäß mit dem Auflauf hinpacken soll. Und beim Anpassen kann ich dann Temperatur und Dauer anpassen, wenn das jetzt zu dem Auflauf, den ich gerade mache, nicht so hundertprozentig passt. So, Kuchen, Brot, Pizza. Jetzt kommen wir zu dem Thema Perfect Bake, was ich angesprochen hatte. Und zwar ist das gerade für diese Geschichten sensationell, denn der Backofen kontrolliert permanent den Feuchtegehalt, der da drin ist. Also ich muss natürlich das jeweilige Gebäck, was ich da gerade zubereiten will, auswählen. Und der Backofen kontrolliert dann, je nach Gebäck, wie viel Feuchtigkeit im Ofen noch drin ist. Die Feuchtigkeit ergibt sich aus dem Gargut und daraus passt er dann das jeweilige Programm an, was dann halt noch für eine Feuchtigkeit drin ist. Und somit hat man immer die Gelinggarantie bei Kuchen oder anderen Gebäck oder halt auch beim Brot. So, dann gehen wir nochmal zurück, wenn wir beim Gebäck sind. Jetzt springen wir mal im Menü ein bisschen hin und her, weil wenn es ums Thema Backen geht, ist natürlich auch die 4D-Heißluft nicht zu vergessen. 4D-Heißluft bedeutet, dass wir im Gerät auf vier Ebenen arbeiten können und auf den vier Ebenen die gleiche Temperatur haben. Das ist zum Beispiel in ein paar Monaten beim Plätzchenbacken wieder sehr sinnvoll, weil da hat man ja mehrere Ebenen gleichzeitig in Betrieb und hat dann halt vom Ergebnis her auf allen Ebenen dieselbe Bräunung von den schmalen Teigfigürchen. Denke ich mal. Ja, Figürchen, Stern, Mond. Wir hatten früher immer, kennst du das? Wir hatten früher beim Plätzchenbacken immer hier Sandmenschen und so und Elster und Fuchs. Ne, das kennst du nie, ne? Du kommst aus anderen Gefilden. Neben der 4D-Heißluft hat das Gerät ja noch viele Heizarten mehr. Gezählt habe ich jetzt nicht. Ganz klassisch Ober-Unterhitze Heißluft Eco. Das ist die stromsparende Variante. Ober-Unterhitze, Umluftgrillen, Grill für die Großfläche. Dann Grill für kleine Fläche. Also wenn ich jetzt hier so, wie heißt, na, die kleinen Teilchen überbacke. Würzfleisch. Jetzt, so hieß. Pizzastufe, Sanftgarn, Unterhitze, Auftauen hat das Gerät, warm halten und dann hat es noch die Funktion Geschirr vorwärmen, also Teller wärmen sozusagen. Genau, das ist so der Schnellüberblick. Wir können die Heizarten jetzt ja nebenbei nochmal direkt einblenden. Da habt ihr es nochmal ausführlich zum Mitlesen. Denn wir springen jetzt wieder zurück in den Assistenten, beziehungsweise bevor wir in den Assistenten zurückgehen, haben wir ja noch hier rechts den Home Connect, die Einstellung. Also ich kann das Gerät über das WLAN mit dem Internet verbinden, hat dann den Vorteil, dass man über das Smartphone direkt auf das Gerät zugreifen kann, beziehungsweise dass man über ein mobiles Gerät halt auch sich dort entsprechend Rezepte runterladen kann. Und mein persönlicher Favorit ist, wenn mit dem Gerät mal irgendwas ist, gibt es auch die Funktion, dass sich der Servicetechniker quasi über eine gewisse Freigabe dann halt auf das Gerät auch aufschalten kann und von der Ferne gucken kann, wo der Defekt ist, wo der Fehler ist. Wenn es bloß eine Softwaregeschichte ist, kann er vielleicht von der Ferne schon was tun. Und wenn es doch etwas schwerwiegender ist, kann er Diagnose stellen, vielleicht das Ersatzteil schon bestellen und zum Termin gut vorbereitet kommen und dann ist das Gerät auch wieder ein, zwei fix einsatzbereit. So, dann zurück in den Assistenten. Also die ganzen Backgeschichten und die Aufläufe hat man ja schon. Jetzt gehen wir mal in die interessanten Sachen. Und zwar Geflügel, Fleisch, Fisch. Fleisch ist ganz nett. Da gibt es eine schöne große Auswahl, weil hier haben wir so ziemlich fast alles, was halt geht. Also das ist natürlich mit den Bildchen auch schon schön ansprechend. Also wirklich sehr hochwertig die ganze Geschichte. Und dann haben wir hier verschiedene Wildarten, die man sich hier zubereiten lassen kann. Denn, wie gesagt, das habe ich auch schon in den ein oder anderen Videos erklärt,
Die Assistenten werden ja nicht am Reißbrett gemacht, sondern da gibt es direkt Köche, die dann permanent mit den Geräten kochen. Und wenn die Einstellung perfekt ist, dann wird das erst abgespeichert. Also bei den Assistenten hat man dann eine sogenannte Gelinggarantie, ohne dass man Profikoch ist. Ne? Also für zu Hause dann schon eine sehr, sehr schöne Geschichte. Gehen wir zurück in unser Hauptmenü und dann machen wir das Gerät aus. Tada! Dann hatten wir ja schon mal ein Video gemacht zum Thema Backofen-Zubehör. Das verlinken wir euch auch nochmal hier oben. Dort könnt ihr nochmal reingucken, was man alles noch an Zubehör dazu kaufen kann. Das Video selber war jetzt zwar mit AEG-Produkten, aber die Produkte gibt es natürlich ja auch in etwas abgewandelter Form auch von Bosch. Beziehungsweise je nach Gerätehersteller, was ihr habt, müsst ihr einfach mal in die Zubehörliste gucken, was es da gibt. Und dann könnt ihr die Funktionen, die das Gerät ja an sich schon mitbringt, dann halt entsprechend nochmal aufwerten. Und wenn ihr noch andere Videos von uns sehen wollt zum Thema Küchenplanung, dann findet ihr diese über die Links da und da. Oder direkt Kanal abonnieren über das Gutzmann Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder am Mittwoch oder am Sonntag zu gewohnter Zeit, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ich bin euer Robert. Ciao, tschüss. Schön schwarz.